Hi und herzlich willkommen zurück bei Days Gone und der Anschiss, auf den ich ja so ein bisschen, naja, was heißt bedacht war, mit dem ich so ein bisschen gerechnet habe, der blieb erstmal noch aus. Die Sache ist bloß so gefühlt, also ja, hier fehlt ja noch einiges und so, 70, 69, hier fehlt immer noch ein Campjob, ne? Bei uns fehlt auch noch immer ein Campjob. Aber in welche Richtung soll es jetzt wohl weitergehen? Weil Dings ist, okay, wir können noch hier. Wie ist denn der Fuzzi jetzt, den er freigelassen hat? Ich habe jetzt zwischendurch die Folgen schon geschnitten und so, die letzten Fünfer. Ja, voll vergessen. Dass wir den jetzt jagen. Ansonsten. Was möchtest du? Eher so schwierig. Also wüsste ich jetzt nicht, wo wir. Ja, mit Buta wollten wir ja Richtung Norden. Vielleicht müssen wir am Ende wirklich halt noch ein Mittel gegen die Seuche, sage ich mal, finden. Achso, ist ja gerade kein Job. Ja, keine Ahnung, starten wir erstmal rein. Oh, warte mal. Ah ne, der steht beim Wie Händler. geht's noch Warum mal steht die weiter? Karre beim Händler? Blair, wie läuft's? Obwohl. Gut, wir finden ja noch Teile und sowas. Ne, dann repariere ich mal selber. Mal sehen, was da geht. Gut. Okay, cool. Cool. Minus 4 Schrott, aber nicht so schlimm. Wo sollte ich jetzt eigentlich hin hier? Da drüben. Nein, das ist die Kupplung. Ich weiß, wo die Kupplung ist. Ey, soll ich dir das jetzt zeigen oder nicht? Ja, aber ich weiß, was eine Kupplung ist. Na gut. Okay. Na dann, kommst du alleine klar, ja? Hey, hey, hey! Was machst du da? Hier ist Parkverbot. Ich will nur Sarah Das ist abholen. Privatbesitz. Also dreh um und verschwende. Na los! Okay. Bewegung. Ja. Okay, ich hab's mir überlegt. Ich warte lieber hier auf Sie. Du kannst ja so lange weiter deinen Acker da bewachen. Officer Moore vom Haupttor, es gibt ein Problem. Hey, hör zu, Arschloch. Das hier ist Sperrgebiet. Jetzt verschwinde endlich. Okay. Hey, du bleibst da stehen und jetzt hau ab! Aber ich sagte doch schon, ich will nur Sarah. Siehst du das Schild da nicht? Oh, sieh einer an, das habe ich doch gleich. Ich darf von der Waffe Gebrauch machen. Ja, danke, ich kann lesen. Verdammter Scheiß! Hey, hey, wow, was ist hier los? Tut mir leid, alles, Miss Whittaker. Alles gut, Tim. Kennen Sie das Arschloch? Ja, er gehört zu mir. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Ma'am, ich Los wusste gehen. Nicht. Schon gut, wirklich, tut mir leid. Oh, und Jim! Deacon! Ich gehöre nicht zu ihr, sie gehört zu mir! Oh, Scheiße! Warum machst du das immer? Was denn? Das Arschlochspiel! Ach komm schon, er hat angefangen! Wie alt bist du, 5? Achte auf die Kupplung. Du musst auf jeden Fall genug Gas geben. Ordentlich hochdrehen. Ich komm schon klar. Ja, das höre ich. Wo wollen wir hin? Über den Damm. Die Straße da ist schön ruhig. Du fährst? Nein. Gehen wir heute Abend aus? Du wusstest es nicht genau. Ach, scheiße, ja. Boozer und die Jungs wollen rüber nach Klamath State. Jack besuchen. Du versetzt mich wegen so einem Kerl im Gefängnis? Jack ist ein Freund. Ich weiß, ich weiß. Ich mach nur Spaß. Scheiße! Ich
weiß echt nicht warum, aber immer wenn ich mit dir fahre, will uns so ein verdammter Laster umbringen. Oh mein Gott. Nein, 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 hör zu, das war gut, das war echt gut. Die meisten hätten Panik bekommen, zu stark eingelenkt und uns umgebracht. Ich hätte uns fast umgebracht, ich war... Nein, nein. Ich hab nicht aufgepasst, ich war abgelenkt. Hey, schon gut, schon gut. Durchatmen, alles gut. Hey, Moment, was meinst du mit abgelenkt? Nichts. Ach, Ärger auf der Arbeit, das ist nichts. Oh. Okay, ich dachte nur, du hättest... Es wäre vielleicht mein neuer Patch. Dein was? Nein. Nomad? Warte, du verlässt den Club? Nein, ich verlasse nicht den Club. Das niemals. Nomad bedeutet, dass ich mich etwas zurückhalte. Von jetzt an. Dick, das habe ich nicht von dir verlangt. Ich weiß. Wenn es so wäre, hätte ich Nein gesagt. Willst du es nochmal versuchen? Ja, ich meine, nein, aber doch, ich tu's. Okay. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Tja, naja, ich tu, was ich kann. Hey, hey, Kupplung, Kupplung! Ich weiß, was die Kupplung ist. Okay, nein, nein. Die kennen. Also, glaubst du, dass deine Eltern kommen werden? Zu der Hochzeit? Keine Ahnung. Weißt du, ich dachte, wenn ich aus dem MC austrete... Das wird ihre Einstellung nicht ändern, Deacon. Aber du wirst es ihnen doch sagen. Ja, wenn du möchtest. Weißt du, ich werde mich nicht ändern. Oder dich. Um meine versnobten Eltern glücklich zu machen. Okay. Pass auf. Ich sehe sie. Hey, sind die auf dem Weg zu deinem Labor? Scheiße. Was ist mit dem MC? Werden sie kommen, obwohl du jetzt ein Nomad bist? Oh, ich weiß es nicht. Es ist sicher ein Weilchen her, dass einer von ihnen in der Kirche war. Und willst du wirklich, dass 27 Harleys vor der Kirche in Marion Forks aufkreuzen? Ja, eigentlich hätte ich das schon ganz gerne. Ah, okay. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Miss Whittaker, ja? Der Chef sucht Sie. Er sagt, es ist dringend. Es ist immer dringend. Sagen Sie ihm, ich komme. Okay. Ich muss los. Hey, hey. Sorry. Schon gut. Ist wahrscheinlich nur ein Feueralarm oder so. Okay. Zeig's Ihnen. Ich liebe dich. Ruf mich später an. Okay, schöner Rückblick. Ich habe mich zwischendurch gefragt, wie habe ich es jetzt bei den anderen Folgen gemacht, wo wir das hatten. Da hatte ich, glaube ich, bloß beim ersten Rückblick mich eingeblendet, ansonsten nicht, weil ich habe dann, oder will dann immer zu was beitragen oder was quatschen, aber dann kommt schon gleich wieder die nächste Szene, deswegen, naja. Und jetzt hatte ich aber auch trotzdem noch das Gefühl, also ja, schöner Rückblick und so, das war aber noch vor der Hochzeit. Dachte ich erst so, hä, haben wir jetzt ein bisschen was, gehen wir jetzt einen Schritt zurück. Aber ich glaube, jetzt kommt dann eher vielleicht die Story, wie sich die Scheiße verbreitet hat. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass das aus dem Labor da kommt. Was auch immer es ist. Ja. Die Sache ist was, jetzt stehen wir wieder da, wo wir schon mal ein paar Mal standen. Wir haben keine Aufgabe. Was machen wir jetzt? Wir haben ja hier noch Haufen. Vielleicht... St. John, hier spricht O'Brien. O'Brien, was gibt's? Wir müssen uns unbedingt treffen. Oh Gott, O'Brien, jetzt sag mir einfach, was du weißt. Ist sie am Leben oder nicht? Ich muss dir noch was geben. O'Brien? Ich schick dir die Koordinaten. Triff mich dort. O'Brien, Ende. O'Brien. Okay. Das ging schnell. Iron Mike sucht nach dir. Er sagte... Usman, hör mir zu. Sag ihm, dass ich zurückkomme. Ich muss... Erinnerst du dich noch an das, was ich gesagt habe? Die Nacht, als Sarah starb. Nero. Sie haben sich verpisst und nur ihre eigenen Leute mitgenommen. Agenten und Leute mit Freigabe. Warte, Dick. Wovon sprichst du denn da? Es ist wahrscheinlich nichts, aber ich muss da noch was regeln. Dicken Ende.
Die Sache ist, wusste unser Kollege schon davon? Hä, was machst du denn da? Ich zieh doch gar nicht. Hä, what the fuck, Alter? Wo, seit wann kommt der Scheiß Arschen hier? Information? Welche Information, O'Brien? Was zum Teufel kannst du jetzt noch sagen wollen? Seit wann kommt der Scheißwolf so nah ran? Oder so schnell ran? Ich hab mir gedacht, so, hä, warum zum Geier? Hey, Deke, kannst du kommen? Ricky, du hast bestimmt wieder einen Job für mich, okay? Ich komme, dicken Ende. Lol, warte mal. Okay, das war haarscharf. Warum zum Geier ist das hier noch? Wir waren doch hier schon. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Hä? Ich sage euch. Mal kann ich da aber durch? Nee. Vor diesem Scheiß waren wir taub und wir waren dumm. Wir haben blind alle möglichen Opiate genommen, die uns sediert haben wie fette, glückliche Kühe. Zucker, Fernsehen, Alkohol, Heroin. Es hat funktioniert. Oh, noch ein Neuroinjektor. Lol, voll übersehen. Wo waren wir denn stehen geblieben eigentlich? Und zwar alles. Gesundheit, Ausdauer, Konzentration? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Ausdauer, aber ich... Wir machen aber Gesundheit einfach, weil wir ein bisschen Gesundheit runter haben und theoretisch müssten wir jetzt ja wieder... Ja, lol. Konnte ich das denn übersehen? Die Sache ist bloß, kam ich hier auch wieder vernünftig runter? Ohne das Bike total zu schrotten? Andererseits, warte mal. Lass mal Dings labern. Ich erinnere mich. Guck. Naja, wir können ja eigentlich wieder schnell dahin reisen. Dann haben wir hier den letzten Job. Ich verstehe halt nicht, warum wir bei Koblenz nicht den letzten Job kriegen. Also es liegt ja jetzt an nix, was war irgendwie, ne? Hier oben. Ich weiß halt nicht, ob da vielleicht eine Horde war oder so. Okay, ich reise mal dahin. Dann machen wir hier den letzten Nebenjob. Und dann, ja, mal gucken. Iron Mike will auch noch was. Aber dieses ist ja... ja. Würde mich halt schon interessieren. So, Tank ist noch halb voll, das geht also noch. Hey, da ist jemand am Tor. Ich kenne ihn, lass ihn rein. Ja, hier kennt mich sowieso jeder. Ich habe beim Tierschutz gearbeitet. War Rayleigh schon hier vorne? Meine Mission habe ich nicht ausgewählt, aber okay. Deke, wir brauchen deine Hilfe. Ricky, hey, was gibt's? Gerade kam ein Funkspruch von Jeremy. Jeremy? Givens, der Junge, der vor ein paar Tagen ankam. Weißt du noch, seine Gruppe wurde bei Tumalo ausgelöscht. Ich habe ihn zum Sumpfdienst eingeteilt. Aber Jeremy hatte wohl andere Pläne. Okay, ja, aber ein Funkspruch? Was macht er da draußen? Er wollte sich beweisen und auf Besorgungstour gehen, tja. Ihm ging der Sprit aus bei einer Farm nordwestlich von hier. Ich hab's auf der Karte markiert. Mhm. Kannst du ihn finden, bevor... Ja, bevor er da am Ende noch drauf geht. Ich sehe mich mal um. Okay. Machen wir wie immer lieben gern. So. Ich überlege gerade, ob ich in Koblenz Gebiet zu wenig gemacht habe, aber das kann halt eigentlich auch nicht sein. Gefühlt habe ich damit am meisten gemacht. Warte, ich mach das so auf. Weiß nicht, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Bin mir da ein bisschen unsicher. Weil alle Nebenjobs oder alle Campjobs so gesehen, würde ich halt schon ganz gerne machen. Ja. Weil dann gibt es an sich bloß noch Hauptstory. Da muss ich halt nicht dann mehr oder weniger immer warten, bis irgendwas ist. Mal schauen. Vielleicht haben wir Glück und eher. Ist nicht allzu spät dran, sage ich mal, mit seinem Shit. Sind hier welche? Gutes Timing. Auf jeden Fall hinter uns. Okay, ich wollte gerade sagen, mach hinne, bevor der Arsch kommt. So. Nur vor sich selber. Nicht, dass wir da ankommen, dann beseitigen wir alles und dann haben wir auf einmal keinen Sprit mehr, obwohl das jetzt nicht so weit weg ist.
Ricky, diese Farm. Wo genau ist sie? Direkt gegenüber der Brücke, die zu unserer Farm führt. Auf der linken Seite. Okay, du meinst die Lost Lake Farm. Alles klar, okay. Dicken Ende. Okay. Weil da gerade was schon war, es sah halt wie Hinterhalt aus. Und das vibriert, warum auch immer. So, hier noch was von der örtlichen Flora und Fauna. Huflattich, keine Ahnung, ob wir das schon hatten. Warum vibriert das hier? Okay, das hier muss es sein. Habe ich das freigeschaltet irgendwie? Das ist mir noch nie aufgefallen. Das wenn Kein ich mir. Sprit mehr, also. Werkbank und Kanister. Wo willst du hin, Jeremy? Ach, scheiße. Sind die. Okay. Hey, Ricky, ich habe sein Bike gefunden. Und ihn nicht? Ach, also. Nein, sieht so aus, als wollte er zu Shermans Camp. Scheiße, Dick. Oh. Er ist an der Tanke und versucht, Schokoriegel aus dem Automaten zu holen. Ja. Ich werde ihn schon finden. Und da ist die Tankstelle. Wo bist du, Junge? Sind das noch die von vor. Also, die Horde erwischt hat? Ja. Ja, ne? Nee, Quatsch, die hab ich ja zwischendurch kalt gemacht und bin da abgehauen. Aber das waren, glaube ich, nur drei, nicht vier. Ja, er wird sich irgendwo mittendrin bewegen. Die Scheiße ist bloß, es geht gegen Nacht zu. Okay, Schachtelnägel voll, toll. Es vibriert hier schon wieder. Also wie gesagt, das ist mir. Oder. Naja, nicht nur verachtet, mir wäre es ja, glaube ich, aufgefallen. Kann ich irgendwie hier hoch? Ja, aber nicht ganz hoch. Das Ding ist bloß, er hat halt von der Tankstelle geredet. Okay, also du hast dir Sprit besorgt. Ah, scheiße, Plünderer. Ah, ja. Hm? Achso. Selber, hey. Könnte nützlich sein. Restrückstände? Na los, kommt schon! War das alles, was ihr habt? Hä? Warte. Sagen hat uns nicht gesehen. Aber wo soll ich denn jetzt noch weitersuchen? Also, oder ich muss die erstmal ausschalten wahrscheinlich, ne? Okay. Kommen die jetzt rüber? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da war noch einer. Hi. Was sagen, die verteilen sich ein bisschen scheiße. Obwohl. Wenn sie mich jetzt nicht sieht. Wenn sie mich nicht sieht. Okay, da war wirklich noch einer. Och, Mädel. Okay, das war's. Was? Die werden mich sehen. Sie verblutet! Nein! Bewegt sich was? Mann, was war... Da kommen welche! Leute, der ist ja übelst weit weg. Irgendwann musst du stehen. Rück zu! Cool.
Okay, Junge, halte durch, ich komme. Hä? Bin ich aus Versehen richtig gelaufen? Wo ist er denn? Willst du mich verarschen, Typ? Was war das denn? Er hat gesagt, er ist hier, aber wo ist denn hier? Komm schon! Wo hättest du denn hin? Ja, aber ich krieg das immer, nehme ich immer supi hin, wenn ich. Das wird dir gefallen! Wenn ich irgendwo hinten stehe. Wenn die zu nah rankommen, dass ich das wieder nicht gebacken kriege, die wegzuballern. Was ist das jetzt? Nee, Ene muss doch nach Lee. Oder ist der oben? Warte mal, gibt's hier. Ach, hier! Ich kann sagen, gab's hier überhaupt eine Treppe nach oben? Was bist denn du? Ist der. Mr. St. John! Oh, Gott sei Dank! Gott sei Dank! Nenn mich einfach die Kleine. Sie wollten mich aufschneiden! Sie wollten mich essen! Oh, scheiße. Okay. Hörst du zu? Nimm dein Benzin und dann fährst du zurück ins Camp. Hast du kapiert? Ja, Sir. Gott verdammt, nenn mich nicht Sir. Ich heiße Deacon. Ja, Sir. Ja, danke, Sir. Er hat es nicht wirklich begriffen, ne? Aber okay, Vertrauensbonus. Jo. Dann wollen wir mal. Ja, wollen wir zu O'Brien? Ist eigentlich nicht so weit. Ich wollte gerade sagen, ich höre die Horde schon wieder. Ungünstig. Cool, Medikament. Heute? Ist mit ihm jetzt auf einmal falsch? Okay, das wäre da. Die Sache ist, warte mal. Toll, jetzt muss ich mein Bike erstmal suchen. Nee, ich wollte gerade sagen, bevor wir nicht zu O'Brien gehen, würde ich ganz gerne mal bei der anderen Forschungsanlage. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da eine Horde auf uns wartet. Dann kann ich das nicht machen, aber ich will wenigstens mal gucken. So, wo habe ich denn jetzt meine Kutsche hier stehen lassen? Upp. Naja, bloß wenn das eh gerade so mehr oder weniger in der Nähe ist, können wir das noch mal kurz abfrühstücken gehen. Halt. Oh. Ach so, das ist die Bahnschiedfahrt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommt mir das doch sehr bekannt vor. Ja, toll. Ja, weiß halt nicht, ob ich schnell genug wegkomme von denen. Miro-Signal. Denn hier oben? Ah, noch so ein Mikrorekorder. Was hier wohl passiert ist? Feldnotiz 1960. Wir haben dem weiblichen Subjekt hey, Ricky, 1000 ich, Milligramm Ketamin gespritzt. Und beginnen jetzt. Nicht ineinander quatschen! Naja, Scheiße, was war das für ein Geräusch? Kann das aus dem Ding da? Ja, einfach, der stand auf der Ihre zweite Frage zu beantworten. Oh mein Gott. Und das Ding ist ein Homo sapiens mutant. Ah, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, sie zu fragen. Oh, noch und ein wir sind noch dabei, die Antwort auf die erste Frage zu finden. So was habe ich noch nie gehört. Würden Sie zurücktreten? Bitte? Besser leben. Das Tempo, wo man die Ola gelenkt ist.
des Subjekts ist um zusätzliche 100 Millimeter weiter auf. Mein Gott, sehen Sie sich den Kiefer an. Er ist völlig deformiert. Ja, genau das tue ich, Corporal. Mir den Kiefer ansehen. Jetzt. Der Larynx schwillt immer weiter an, dehnt sich jetzt über den thyroidalen Meridian und die Lateralbänder aus. Das mutierte Gewebe ist... Er wacht auf! Ja, zieh ihn fest! Was zum Teufel? Ich spritze weiter! Shit! Was? Zum Teufel! Haben Sie getan? Eine Horde auf uns setzen! Wir haben dieses Subjekt 3 Monate lang verfolgt und studiert! Ah, Idiot! Ich hatte keine Wahl! Gehen Sie mir aus dem Weg! Warte mal. Doch. Sie ist mal positiv, weibliches Exemplar F37. Wenigstens gehen dir die Arschlöcher nicht mehr auf den Sack. Ja. Ah ja. Alles total positiv. Okay, das ist halt kacke, dass er dann noch Ricky anfunken muss, wenn wir uns eigentlich das Ding anhören wollen, ne? Okay. Aber, ja. Da war eine Rolle. Aber dass ich das ständig übersehe, ist halt komisch. Glaube ich gern. Hey, sag mal, nennt er dich eigentlich Man? Ja, woher weißt du das? War nur geraten. Bis bald, Ricky. Ja, ja, klar, war nur geraten. Halt! Ich war. Scheiße, ja, ist doof, wenn man die falsche Taste drückt. Du die Geisel? Okay. Das hat wenigstens gleich mal funktioniert. Hey, hier draußen ist es nicht sicher. Ich weiß, wo ein Cam ist. Hey. Ja, schicken wir zu Mikey, ne? Zu Copeland. Mittlerweile. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel. Sie lässt. Obwohl, da haben wir noch die besten Perks, ne? Vielen Dank. Die wir rausholen können, wenn es irgendwann mal wirklich auf 25.000 gehen sollte. Ich hab so gebetet. Ja, es kommen Leute, Mann. Hör, komm, geh weg. Ich heiße Deacon. Die kennen mich. Nicht anhalten, bleib in Deckung. Gut, hat. Oh Gott. Da war ja noch einer. Waren wir hier schon mal? Okay, O'Brien. Also, was ist los? Ich konnte ein paar Leute rekrutieren, die auch nicht so glücklich darüber sind, wie es so läuft. Und warum bin ich hier? Das wollte ich dir geben. Du hattest recht mit deiner Frau. Woher hast du das? Als Silver Lake evakuierte, holten sie Neuropersonal, Regierungsbeamte und... Sarah Irene Whittaker hatte eine Zugangsberechtigung der Klasse 4. Zugangsberechtigung? Deine Frau floh mit einer Aufklärungseinheit, östlich von Fort Rock. Bring mich hin. Nein. Nein? Komm schon, ihr habt Fahrzeuge. Wir sind doch alle Freunde. Die Basis ist weg. Was? Vor einem Jahr. Eine Milizgruppe. Milizgruppe? Wo ist ihr Camp? Wir wissen es nicht. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ihr habt Helikopter, ihr habt Satelliten. Irgendwo beim Crater Lake. Man kann da nicht fliegen, okay? Sie haben Außenposten, Raketen, Panzerfäuste. Crater Lake. Crater Lake. Ich wollte dir von unserer Arbeit erzählen. Von den Infizierten, die Freaks. Sie entwickeln sich weiter. So schlecht die Dinge jetzt sind. Es wird noch schlimmer. Viel schlimmer.